Ich weiß überhaupt nicht, was gerade passiert ist, Leute. Es ist Donnerstagabend, 23 Uhr und wir haben gerade 1,5 Stunden Livestream gemacht, weil Tati Westbrook zurück auf YouTube ist. Hey Lieben und willkommen zurück auf meinem Kanal. Das zum Thema hottest Make-up-News ever. Ja, ich weiß gar nicht, was hier gerade passiert ist. Ich war mitten am Film, habe gerade noch einen Haul zu Ende gedreht und dann hat Tati Westbrook, Glamlove-Guru, nach über einem Jahr der kompletten Social-Media-Pause und Abstinenz ein Video gedroppt, in dem sie darüber geredet hat, wo sie im letzten Jahr war. Sie hat einige Bombshells gedroppt, sie hat einige Themen komplett außen vor gelassen. Es war emotional. Aber sie hat diesmal nicht geweint. Wenn ihr wissen wollt, worum es dabei geht, ich habe das ganze Video übersetzt und in einer Live-Reaction mit euch zusammen in einem Livestream sozusagen geschaut. Da könnt ihr gerne nochmal nachschauen. Ich lasse euch den Link definitiv unten in der Infobox. Ganz oft wird mir gesagt, dass gerade zu meinen Livestreams keine Benachrichtigungen kommen. Das finde ich sehr schade. Ich weiß nicht, warum YouTube das macht, aber falls ihr denkt, ihr seid abonniert, bitte schaut noch einmal nach, ob ihr wirklich abonniert immer noch seid. Manchmal schmeißt YouTube-Leute einfach raus, ob man will oder nicht, bla bla, wie auch immer. Und dass die Benachrichtigungen auf alle sind. Und ja, auf jeden Fall lasse ich den Livestream, der ist gespeichert, unten. Da könnt ihr nochmal alles nachschauen, was ich dazu zu sagen hatte. Es ist wirklich lange, also 1,5 Stunden. Aber falls ihr gerade nichts Besseres zu tun habt, könnt ihr das ja podcastmäßig sozusagen mitnehmen. Vielen Dank an alle von euch, die dabei waren. Wir waren an einer Stelle über 300 Leute. It's crazy, it's insane. Vielen, vielen Dank für diesen krassen Support. Ich weiß das absolut zu schätzen. And without further ado, würde ich jetzt mal sagen, mein Gehirn ist all over the place, aber ich versuche trotzdem noch durch diesen Anti-Haul zu kommen, denn ihr hattet in meiner Instagram-Story abstimmen dürfen, ob ihr ein Empty sehen möchtet oder ein Anti-Haul. Und ich hatte mir Sachen für den Anti-Haul schon rausgesucht, aber den Anti-Haul noch nicht gedreht, damit er so aktuell wie möglich ist. Ihr habt letztes Mal auch gesagt in den Kommentaren, dass es euch besser gefällt, wenn der nicht so lange vorgedreht ist. Und ich meine, in der Make-up-Welt ist lange vorgedreht ja schon eine Woche, weil dann die schon wieder 1000 neue Sachen drauf sind. Und deswegen habe ich mir jetzt ein paar Sachen rausgesucht. Zwei Produkte, mit denen ich anfangen möchte, sind schon gelauncht. Danach habt ihr mich aber mehrfach gefragt und damit ich nicht in jedem Kommentar einzeln drauf eingehen muss, würde ich das hier einfach nochmal gesammelt sozusagen erwähnen. Und deswegen fange ich als allererstes an mit einem neuen Produkt von Made by Mitchell. Übrigens die Made by Mitchell Feet on the Ground Palette zusammen mit der Sample Beauty Palette habe ich auch wieder auf den Augen drauf. Ich bin aktuell so unkreativ, was meine Looks angeht. Obwohl, stimmt gar nicht. Der eine Look mit der Life's a Drag Palette von Manny, also von Luna Beauty, der war schon ziemlich kreativ. Blaue Lippe und so. Falls ihr das sehen wollt, schaut gerne auf meinem Instagram vorbei. Auch dazu ist der Link unten in der Infobox. Wäre geil, wenn wir irgendwann mal die 3000, 3000, 3000 haben wir schon längst. Die. Sorry, ich bin noch so durch von diesem Video. Die 10.000 Abonnenten schaffen würden, einfach nur, damit ich die Swipe-Links kriegen kann. Danach brauche ich auch kein weiteres Wachstum, das ist fein. Erstmal ein bisschen Fenty Glow auftragen. Habe ich mir nämlich alles schon wieder abgequasselt. Ja, also auf jeden Fall vielen Dank für alle, die dabei waren. Und ja, jetzt geht es um Hot Make-up News. Wie gesagt, Make by Mitchell ist mit einem neuen Produkt rausgekommen. Sie haben ja schon die Blushes. Moment, davon habe ich auch tatsächlich zwei. Und ich rutsche mal hier zur Seite, damit ich euch hier einmal die Fotos einblenden kann, denn das ist der etwas weniger hübsche Teil meiner Wohnung. Und übrigens, heute waren tagsüber 34 Grad. Es sind jetzt immer noch 28 Grad. Deswegen habe ich diesmal die Kerzen nicht angemacht, sondern da mein Möchtegern falsches Pampasgras hingestellt. Denn ja, ich bin eine richtige Influencerin. Ich habe jetzt Möchtegern Pampasgras. Das habt ihr nur noch nicht gesehen. Das steht schon seit 1,5 Jahren da. Na, auf jeden Fall, die Blushes von Made by Mitchell habe ich in zwei Farben und einmal Cherry Cola, weil, I mean, Cherry Coke Zero is my life. I'm depending on it, literally. Und dann habe ich noch diese Farbe hier, Peach Sugar. Die habe ich heute auch drauf. Ist eine wunderbare Farbe. Die haben so ein bisschen, sehen aus wie so überdimensionierte Lipglosse, finde ich. Und das ist einmal Peach Sugar, eine wunderschöne Pfirsichfarbe. Die sind unglaublich pigmentiert. Also das, was ich hier auf dem Handrücken habe, könnte ich für eine Seite easy benutzen und hätte dann schon einen overblushed Look. Man muss mit denen relativ schnell arbeiten, muss ich dazu sagen. Also ich mag die gerne, aber ich finde nicht, dass man die für AnfängerInnen unbedingt empfehlen kann. Und ich mag den Applikator auch nicht so gerne. Ich mag das lieber mit einem Pinsel da reinzugehen und dann aufzutragen. Aber das kann jeder und jede natürlich für sich sehen, wie er oder sie das gerne mag. Und die sind jetzt anstatt nur mit Blushfarben, sind sie mit dem Blush Bronzed rausgekommen. Warum sie es dann nicht einfach Bronze genannt haben? I don't know. Don't ask me, no idea. Und die sind in 8 Farben rausgekommen. Die Shade Range, finde ich, ist auf jeden Fall in Ordnung.
Okay, beruhig dich bitte. Die Shade Range, finde ich, ist auf jeden Fall in Ordnung. Also ich habe das Gefühl, dass man mit 8 verschiedenen Bronzerfarben schon eine ganz gute Range abdecken kann. Viel hilft immer viel, das ist ja klar. Das ist auf jeden Fall schon rausgekommen und ich habe Kyosh auch gebeten, mir das noch zuzusenden, damit ich das für euch testen kann, weil ihr gesagt habt, dass ihr daran Interesse habt. Sie kosten genauso wie die Blushes, die Originalen, 17,90 € bei Kyosh. Und Achtung, das ist jetzt Werbung bzw. ein Affiliate-Code. Mit meinem Code CONTRA15 könnt ihr auf die Sachen von Made by Mitchell, also auch auf die Paletten, alles was an Pinseln da ist und so weiter und so fort. Wenn ihr das möchtet, könnt ihr dann 15% darauf sparen. Dieser Code gilt immer. Also falls ihr euch mal fragen solltet, hey Kathi, hast du gerade einen Code mit Purish? Ja, ich habe immer den Code CONTRA15 und manchmal gibt es noch Special Codes, so wie zum Beispiel der Nabla-Code Kathi20. Das sage ich euch dann aber nochmal special sozusagen extra, damit ihr wisst, dass der für bestimmte Sachen zum Beispiel zuständig ist oder so. Die Farben, finde ich, sind ganz gut verteilt. Ich muss nur sagen, bei den Swatches, ich war so ein bisschen, ja, wie soll ich das sagen? Also ich gucke mir das so an. Und ich finde, die sind alle sehr gelbstichig. Also nicht, dass ich was gegen gelbstichigen Bronzer habe. Ich trage auch einen aus der Palette von Luvia Cosmetics und der ist auch ziemlich gelbstichig. Ich zeige den euch mal eben. Wo habe ich dich denn hingelegt, Schätzelein? Oh Gott, dieser Tisch sieht auch aus, ey. Naja, Hauptsache ich sehe süß aus, ne? Finde ich gerade nicht, aber gelbstichiger Bronzer sieht auf jeden Fall auch ganz schön aus. Ich fände es sehr spannend, die mal auszuprobieren. Wie gesagt, habe auch gebeten, dass mir einer zugeschickt wird und das werde ich dann in einer Review für euch auch noch zeigen. Und dazu kann man tatsächlich auch noch sagen, ein weiteres Produkt, auch das ist bereits gelauncht, nachdem ihr mich gefragt habt, wollte ich eben einmal kurz erwähnen, ist von Dominique Cosmetics, sind auch Cream Blushes. Ich liebe ja die Cream Highlighter. Die habe ich in zwei Farben. Einmal in Golden Dew, den trage ich heute auch. Und darüber von Nabla den Ozone. Auf Nabla und auch auf Dominique Cosmetics, als auch auf Luna Beauty und viele andere. Gilt mein Code CONTRA15 auch bei Purish. Ich lasse euch unten die Links dazu, zu den Produkten, die ich erwähne. Und natürlich auch verschiedenen Marken, auf die man sparen kann. Und Dominique Cosmetics ist mit diesen drei Cream Blushes rausgekommen. Einmal in Soft Pink, Warm Peach und Natural Rose. Auch sie sind vegan und cruelty-free. Made by Mitchell ist auch cruelty-free. Ich weiß gar nicht, sind die vegan? Moment, ich schaue nochmal eben nach. Steht nicht mit drin, ob sie vegan sind. Aber auf jeden Fall cruelty-free, sonst würde ich es ja auch nicht benutzen, die Marke. Und sehr zu meiner eigenen Überraschung muss ich sagen, ich bin gar nicht so hin und weg von den Dominique Cosmetics Produkten, by the way. Also, ja, die Farben sind ganz nett. Aber ich muss sagen, da ist keine dabei, wo ich sage, bam, die muss ich haben. Und ich zeige euch mal kurz etwas. Das ist der Cream Highlighter in Golden Dew, der sich nun wirklich bald dem Ende zuneigt. Also den habe ich jetzt wirklich fast aufgebraucht innerhalb von einem Jahr. Und das hier ist der Cream Highlighter in Sunset Glow. Und ich finde, dass der als Blusher, also der hat tatsächlich nicht so viel eigenes Pigment, wie man zuerst denken würde, dass der als Blusher oder Blushtopper auch wunderschön ist. Also der würde, glaube ich, auf dunkler Haut auch wunderschön aussehen. Seht ihr diese leichte Peachy? Goldene Färbung finde ich wunderbar und da muss ich sagen, den finde ich schöner als die Blushes, die sie jetzt gelauncht haben. Schreibt mir super gerne in die Kommentare, wie ihr die Farben findet. Also zum Beispiel, ich finde erstaunlicherweise den Soft Pink von denen noch am schönsten und dabei mag ich Peach Blushes eigentlich sehr gerne. Peach Blushes habe ich aber schon genug, also würde ich wahrscheinlich eher zu Natural Rose tendieren, weil ich weiß, dass diese pinkstichigen Cream Blushes oder beziehungsweise pinkstichigen Blushes allgemein sind nicht so mein Ding. Ja, nichtsdestotrotz, auch sie gibt es schon bei Purish. Falls ihr sie kaufen möchtet, könnt ihr meinen Code CONTRA15 drauf benutzen. Darauf wollte ich nur einmal kurz hinweisen und deswegen habe ich es auch so sozusagen so schnell abgefrühstückt, damit ihr wisst, dass die Produkte schon gelauncht sind und wo ihr sie bekommen könnt. Der nächste Teil des Videos, ich habe nämlich vergessen, meinen allgemeinen Disclaimer zu machen, wird wahrscheinlich etwas härter im Beurteilen, wobei, naja gut, ich habe jetzt die beiden anderen Sachen auch kritisiert. Disclaimer, wenn ihr Produkte, die ich hier erwähne, gut findet, wenn ihr die schön findet und ich sage, dass ich sie nicht schön finde oder nicht kaufen würde, please don't be offended, okay? Ich spreche nicht über euch als Person. Ihr braucht euch also nicht persönlich angegriffen zu fühlen. Was mache ich mit meinen Händen? I don't know. Es kommt immer wieder vor, dass ich diesen Disclaimer 23 Mal sage und auch sage, Leute, wenn etwas für euch funktioniert, was für mich nicht funktioniert, good for you. I'm happy for you. Like, go ahead, enjoy life, like, live your best. Absolut, ich bin absolut dabei. Aber das bedeutet nicht, dass man mir in die Kommentare schreiben muss, dass ich es trotzdem mal ausprobieren muss oder sowas oder nicht. It's my opinion. How do you know what's good for me? That's my opinion!
Okay, ihr könnt natürlich sagen, wenn etwas für euch gut funktioniert. Es gibt auch immer mal wieder Tipps, hey, statt dieses Produkts versuch lieber das Produkt oder so. Die sind super hilfreich, aber bitte, bitte nehmt es nicht als persönlichen Angriff, wenn ich ein Produkt, das irgendjemand auf den Markt gebracht hat, egal wie gerne ihr die Brand habt, bitte nehmt es nicht persönlich. Ich meine nicht euch, ich meine nur das Produkt, okay? No harm, no foul? Okay, thanks, dann können wir weitermachen. Als nächstes ist eine neue Collection von BH Cosmetics rausgekommen und im Gegensatz zu den anderen Seiten habe ich vergessen, diese hier aufzumachen von BH Cosmetics. Da gehe ich jetzt mal schnell hin. Und das ist eine Collection, die, muss ich sagen, spricht mich jetzt nicht so an. Sie hatten ja diese Swear By It Collection gedroppt, wo Let That Shit Go, Fuck Off und wie hieß das noch? Looking Like a Snack, Optimistic AF, Say It oder Say It Collection, ich weiß es gar nicht mehr. Die ist rausgekommen und die fand ich ganz cool. Das sind so 9er Paletten, die kosten jeweils 16 Euro. Und die fand ich ganz cool, ganz im Gegensatz zum Beispiel zu diesen Monatspaletten, die sie machen. Also die fand ich, da fand ich bisher keine ansprechend. Bei den Swear By It Paletten fand ich die Let That Shit Go Palette sehr schön und auch die Fuck Off Palette, also allein wegen Fuck Off und Let That Shit Go. I mean, ich fluche ja wie ein Bauarbeiter oder wie ein Sailor, wie auch immer. Und die fand ich ganz cool. Die neue Collection ist auch noch nicht in Deutschland gedroppt, habe ich gerade nicht unter den Neuheiten gefunden. Und ich muss sagen, für mich ist die nix. Da ist eine Palette mit bei, die hat so Gelb- und Rottöne. Sieht ganz nett aus, aber mehr als nett sieht es halt auch nicht aus. Das ist halt aus dieser City Collection, die sie haben. Da hatten sie ja vorher schon welche gedroppt. Also Tokio und Paris waren die, glaube ich, vorher. Nee, Paris ist die, die sie jetzt droppen. Puerto Rico und Tulum haben sie. Und vorher waren es halt ein paar andere. Und die Paris-Palette ist eine, die finde ich tatsächlich einigermaßen schön. Man muss dazu sagen, BH Cosmetics ist ja zum Drogeriepreis. Wenn ihr etwas bei BH Cosmetics bestellen möchtet, könnt ihr immer mit dem Code MAXIM10 10% sparen. Das ist ein das ist kein Affiliate-Code. Ist das ein Affiliate-Code? Ich muss Maxim mal fragen. Ich schreibe es euch auf jeden Fall unten in die Infobox. Da könnt ihr 10% sparen, wenn ihr online bestellt. Oder auch Alicia10. Blende ich hier auch nochmal ein von Alicia Marie, also Ellie, der eigene Code, wenn ihr Produkte bestellen wollt. Das gilt auch noch auf die Sale-Items und auch zum Beispiel auf die Influencer-Collaborations. Das ist bei vielen Marken nicht so, das finde ich ziemlich cool. Und ich meine, 10% sind 10%. Falls ihr also davon was kaufen möchtet, benutzt einen von den Codes, falls ihr es eh online bestellen wolltet. Ansonsten findet ihr BH Cosmetics mittlerweile auch in vielen Theken, in vielen DMs in Deutschland. Und da muss ich sagen, da finde ich die Paris-Palette finde ich definitiv schöner als die andere. Die hat so kühle lila Blautöne und dann so ein paar Rottöne dazwischen. So in der Palette an sich finde ich die so, ja, okay, ein bisschen uninteressant. Aber ich muss sagen, die Swatches sehen ganz schön aus. Still, I will pass on that. Also es gibt da diesen einen mitternachtsblauen, fast glitterigen Ton. Ihr wisst schon, welchen ich meine, auf dem Arm, ganz unten links. Finde ich wunderschön, aber ich brauche nicht noch mehr Paletten und das sind so Farben. Ich habe Blaufarben schon sehr viele und ich glaube, ich würde einfach nicht dazu greifen. Nichtsdestotrotz muss man sagen, dass BH normalerweise eine sehr gute Formulierung hat. Also gerade für die Preise, die sie haben, sind die eigentlich immer stabil. Ja, und falls ihr euch was davon holen wollt, wie gesagt, könnt ihr mit den Codes auch 10% sparen. Die Puerto Rico Palette, ja, ist eine schöne Sommerpalette, sieht so ein bisschen spicy aus und so, aber nichts, was ich nicht auch schon habe. Das muss für mich nicht sein. Und dann gibt es noch die Tulum Palette. Die ist so eine halb, wie soll man sagen, ist eine Face Palette mit 6 verschiedenen Bronzern steht da drin. Ich habe allerdings das Gefühl, dass die beiden, also das sind welche, die so leichte Schimmer haben und die anderen zwei, die ganz links sind, die seht ihr auf dem Bild. Ich finde, die sehen aus wie Highlighter. Also auch in dem Swatch sehen die aus wie Highlighter für sehr dunkle Haut. Also kann ich mir super gut darauf vorstellen. Ah, steht doch 6 Shades Bronzers and Highlighters. Okay. Man kann natürlich auch die Shades miteinander mischen. Das finde ich auch einen coolen Hinweis, damit man zum Beispiel ein bisschen mehr Glow reinbekommt für die Leute, die keinen matten Bronzer mögen. Ich liebe ja alles, was so dewy skinmäßig ist. Aber ich muss sagen, bei Bronzer und bei Contour bleibe ich bei meinen matten Produkten sehr gerne. Und dafür haue ich bei allem anderen umso mehr Highlighter drauf. Auch die interessiert mich nicht wirklich. Es stehen auch noch keine. Achso, doch, alle 3 Paletten sollen 17 Dollar kosten. Das heißt, in Deutschland wieder 16 Euro, gehe ich jetzt mal stark von aus. Sind für mich alles 3 keine Sachen, die ich mir kaufen möchte. Von daher, ja, it's there. Pass on that. Als nächstes kommen wir zu NYX Cosmetics. Die sind mit einem neuen Puder rausgekommen. Und leider Gottes, es ist kein Born to Glow Puder. Darüber hätte ich mich sehr gefreut, weil sie haben ja eine Born to Glow Foundation, die ich total liebe. Eine meiner liebsten Foundations. Ich habe die echt schon lange nicht mehr getragen, fällt mir gerade auf. Ja, muss ich auch mal wieder rauskramen auf jeden Fall. Und sie haben eine matte Foundation, die Canster Bronzed Up, beziehungsweise daraus haben sie eine ganze Reihe. Und da sind sie auch nochmal mit Pudern rausgekommen, die mattifying sind. Sie sollen sheer und lightweight
Welt sein und sollen halt irgendwie das Hautbild ebener zeichnen und natürlich auch mattieren über den ganzen Tag. Klar, es ist ein mattifying Puder. Puder mattiert so oder so, selbst wenn dann ein leichter Sheen und so drin ist, wie bei meinem MAC-Make-up-Puder und auch zum Beispiel bei dem The Veil von Hourglass. Aber das soll halt sehr mattierend sein und da muss ich sagen, da bin ich leider raus. Was ich aber auf jeden Fall sagen möchte, ist, dass auch hier genauso wie bei allen anderen Launches von Foundations und so weiter, die NYX normalerweise rausbringt, eine gute Shade Range dabei ist. Das muss man NYX wirklich lassen. Sie haben immer eine gute Shade Range. Sie soll im Juni jetzt rauskommen. Ich habe sie auf deutschen Websites noch nicht gesehen und auch in meinem DM, als ich gestern da war, habe ich sie nicht gesehen. Deswegen kann ich euch auch leider noch es gibt noch keinen Preis dafür, da kann ich euch leider noch nichts zu sagen. Falls ihr dazu irgendwas Genaueres findet, schreibt super gerne auch in die Kommentare, weil da könnt ihr mir auch immer gerne weiterhelfen. Ja, leider ist es wie gesagt ein mattierendes Puder, deswegen bin ich da raus. Ich hätte so gerne ein Born to Glow Puder, aber pass on that. Something I will not pass on ist ein neues e.l.f. Cosmetics Produkt, nachdem ich beim letzten Mal gesagt habe, dass diese Produkte, die sie letztes Mal aus der Jelly Pop Collection gelauncht haben, aussehen wie Kinderschminke und ihr mir da auch sehr zugestimmt hat. Sorry, not sorry e.l.f., but it's true, we all know that. Kommen sie auch noch mit einem neuen Produkt aus dieser Putty Collection raus. Sie haben ja diese Putty Primer, davon habe ich auch verschiedene ausprobiert, sind okay. Sind jetzt aber auch nicht weltbewegend. Manche mögen sie sehr gerne. Ich muss sagen, kann man machen, muss aber nicht sein. Ich benutze lieber meinen Blur Stick von Milk. Sind sie nicht nur mit Putty Putty Blushes sind sie rausgekommen. Die habe ich übrigens auch immer noch nirgendwo in der Drogerie gefunden. Muss ich irgendwann mal online bestellen. Aber ich habe sie auch bei Douglas zum Beispiel gar nicht gesehen. Moment, ich schaue nochmal eben. Putty Blush, doch! Ah, haben sie jetzt bei Douglas. Kostet 6,99 €. Okay. Steht aber auch als neu drin. Ja, gut. Dann ist es vielleicht auch jetzt gerade erst dazu gekommen. Ich hatte mir von e.l.f. Cosmetics, und das habe ich in meinem Sephora-Haul, glaube ich, gezeigt, obwohl das bei Douglas bestellt war. Den Link dazu lasse ich euch auch unten. Gezeigt, dass ich mir den Camo Concealer geholt habe. Allerdings in der Hydrating-Version, weil der andere ja eher so in die matte Richtung geht. Also ich sehe jetzt bei Douglas noch nicht, dass diese Putty Bronzer sind noch nicht rausgekommen. Also da kann ich euch leider keinen Preis zu sagen. Aber muss man wirklich sagen, e.l.f. ist ja sehr, sehr günstig. Also ich denke mal auch, dass die bei 7 oder 8 € liegen werden. Und ja, steht noch Vitamin E soll mit drin sein. Es sind 8 Farben mit dabei und ich finde, genauso wie bei den Blushes Bronzed von Made by Mitchell, dass 8 Farben für den Bronzer schon ganz gut sind. Die Textur ist sicherlich super interessant. Ich werde mir die bestellen, genauso wie den Putty Blush, und dann schauen wir das uns mal gemeinsam an. Ich muss auch mal wieder ein ordentliches Full Face auf Drogerie-Make-up machen, glaube ich. Es soll lightweight sein und es soll auch noch Arganöl mit drin sein. Das wird wahrscheinlich dabei helfen, die Textur geschmeidig zu halten, damit man es besser ausblenden kann. Bin ich auf jeden Fall all for it. Ich benutze auch da von Milk ein Produkt, nämlich den Milk Matte Bronzer in Baked, ist glaube ich die Farbe. Yes. Den gibt es aktuell nicht mehr auf Sephora. Ich habe tatsächlich nur noch die Mini-Version davon gefunden. Den großen scheint es nicht mehr zu geben. And I don't know why. And I will be very sad if they discontinue it. Aber das heißt natürlich, ich habe umso mehr Grund, da mal nachzuschauen. Und ich muss auch wirklich sagen, dass da sind auch einige Shades dabei. Da würde ich fast eher sagen, das ist eine Contour-Shade. Der eine sieht sehr grau aus. Habe ich persönlich auch nichts dagegen. Mir ist das egal. Und es soll einen kleinen Natural Sun-Kissed Glow sozusagen mit reingeben. Das schimmert auch so ein bisschen, das Produkt. Und man kann das bei diesen mit so einem Spachtel aufgeriffelten Typchen kann man das, glaube ich, ganz gut erkennen, dass da auch so ein bisschen Schimmer mit drin ist. Und sie werden von sehr hell bis sehr dunkel, sind da auch welche mit dabei. Da bin ich auf jeden Fall gespannt drauf. Und ja, wenn ihr das gerne in einer Review sehen wollt, leave me a comment. Das ist auf jeden Fall von mir ein Go. Etwas, wo ich mir noch überhaupt nicht sicher bin, ob ich das gut finde oder nicht, ist ein neues Produkt von Too Faced. Too Faced ist ja auch so eine Brand, über die man eigentlich mal ein Video machen sollte. Interessanterweise hat letztens mir jemand in die Kommentare geschrieben, du bist die deutsche Smoky Glow. Und das finde ich so nett, weil ich mag Smoky Glow unglaublich gerne. Ich gucke ihre Videos die ganze Zeit und ich finde ihre Statements und auch ihre Takes on Make-up und die ganze Industrie und so, finde ich super, super interessant. Und deswegen denke ich mir, eigentlich müsste man über die ganze Geschichte von Too Faced auch mal ein Video machen, so ein Exposed-Video. Sie sind auf jeden Fall mit neuen Augenbrauenprodukten rausgekommen. Und ich weiß gar nicht, hatte Too Faced vorher Augenbrauenprodukte?
Ich habe da gerade gar nichts im Kopf, ehrlich gesagt. Und das ist ganz spannend. Sie sind einmal mit einem super feinen Brow Detailer rausgekommen, also einem Augenbrauenstift mit einer ganz feinen Spitze. Das ist ja das, womit ich auch immer meine Augenbrauen auffülle. Aktuell benutze ich von NABLA den Brow Divine in Uranus. Und ich habe mir ganz neu geholt, und das habe ich im Sephora Haul auch gezeigt, von Huda Beauty den in Rich Brown, den Bomb Brow Stift. Wie ich den finde, sage ich euch in der Review zu dem Glowished Skin Tint von Huda Beauty. Dazu habe ich nämlich eine ganze Review. And yes, I'm wearing it right now. Do we stan? I think we stan. Und die Review kommt aber nach diesem Video, nur dass ihr Bescheid weißt. Also abonniert gerne den Kanal, dann seid ihr dafür auch dabei. Und sie haben halt diesen Augenbrauenstift, den ganz normalen. Und dann haben sie einen rausgebracht, der heißt Pomade in a Pencil. Wir alle können uns noch an unsere Balkenaugenbrauen erinnern. Ja, 2018 war auch meine Balkenaugenbrauenphase, nachdem wir sie 2003 alle runtergezupft haben auf 2,5 Haare. If you know, you know an dieser Stelle. Da gibt es Fotos, ey, dass ich überhaupt Augenbrauen habe. Ich kann wirklich dankbar sein. Und das finde ich sehr interessant, weil Pomade ist ja eigentlich super krass pigmentiert. Wir alle können uns noch an die Dip Brow Pomade von Anastasia Beverly Hills erinnern, die diesen Brow-Hype sozusagen krass mit ausgelöst hat und die ewig lange auf YouTube mega gehypt wurde. Mittlerweile sind ja eher so fluffy Brows und nicht mehr so krasse, kantige, ausgeschnittene Insta-Brows das Ding. Und Pomade in a Pencil. Ich überlege die ganze Zeit, wie man die Textur einer Pomade, die ja viel cremiger ist, in Pencilform bekommt. Und wenn man das dann aufträgt, ob das dann schmiert. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass das nicht schmiert, ehrlich gesagt. Und ja, also da muss ich sagen, das müsste man sich angucken. Und mittlerweile kann man ja auch wieder in den Sephora rein, um zu swatchen. Und wenn das kommt, und da weiß man noch nicht, wann es kommt, werde ich auf jeden Fall mal zu Sephora rein und ja, wie gesagt, swatchen, weil das ist auf jeden Fall sehr spannend. Außerdem kam dazu noch raus die Brow Wig. Den Namen finde ich ziemlich cool, also eine Augenbrauenperücke sozusagen. Im Endeffekt ein Augenbrauengel, ein gefärbtes. Es steht leider auch nicht mit bei, wie viele verschiedene Farben dabei sind. Und ja, I don't know. Ich bin auf jeden Fall gespannt, Reviews dazu zu sehen. Da wird es sicherlich einige geben. Denn wie gesagt, ich glaube, das ist das erste Augenbrauenprodukt von Too Faced. Macht also Sinn, dass sie das mal gemacht haben, anstatt wieder 300 Neutral Brown Smoky Eye Paletten rauszubringen. All to your shade an dieser Stelle. Ist auf jeden Fall so ein, ich guck's mir mal an, aber halbes Pass on that, I'm suspicious. I don't know, like... Ich weiß nicht genau, was ich davon halten soll, um ehrlich zu sein. Dann ein Produkt, auf das ich jeden Fall total verzichten kann. Und zwar ist ehemals Kat Von D, ehemals KVD Vegan Beauty, jetzt nur noch KVD Beauty, glaube ich, heißen sie, mit einer neuen Palette rausgekommen. Und schaut euch bitte einfach mal dieses Packaging an. Was ist das? Was ist das? Ich finde, wenn man die Verpackung sieht, ich habe zuerst gedacht, das wäre was von Wet n' Wild. Ich dachte, es wäre 100 Pro, wäre das Elf oder Wet n' Wild, irgendwas aus der Drogerie, irgendwas, was günstig ist, weil, I don't know, das Packaging sieht super billig aus. Sorry. 14 Shadows sind mit drin, die von den Elementen und der Erde inspiriert sein sollen. Ja, okay, da ist ein Grün mit drin und ein Blau und ein Gelb und so, aber was ist mit den Lila und Rosa Shades? Also weiß ich jetzt auch nicht so genau. Es ist natürlich eine Vegan-Formula und es ist natürlich auch cruelty-free. Aber ich muss sagen, ja... Also ist auf jeden Fall eine Palette, die mich vom Inhalt nicht interessiert und wo ich auch wirklich sagen muss, ich finde keinen Preis gerade, aber KVD Beauty ist ja nun auch nicht günstig. Das ist High-End, das ist nicht Drogerie. Die Palette wird bestimmt 35 oder 40 Euro kosten. Das ist mir für diese Farben einfach zu viel. Sorry. Das Einzige, was man zu dem Packaging Positives sagen kann, davon ab, dass es... Ach, es ist hässlich, ich sag's, wie es ist, ne? Planet Fanatic heißt sie übrigens, ist, dass es komplett recyclable ist. Und deswegen haben sie dieses Packaging wohl gemacht. Also es ist wohl recyceltes und recycelbares Material. Dafür, okay, das ist gut, alles für die Umwelt, Save the Turtles und so weiter und so fort. Finde ich geil, aber kann man das nicht auch schöner machen? Dann macht's doch mit Papp-Um-Dings. Wisst ihr, was ich meine? Also da ist ja auch kein Spiegel drin und so. Die meisten Brands verzichten mittlerweile auf Spiegel in ihren Paletten, weil man die eigentlich getrennt entsorgen müsste. Aber zum Beispiel, wenn ich mir jetzt die von Made by Mitchell, die Palette, angucke, würde man den Spiegel rauslassen, wäre die doch auch easy recyclable, weil das ja komplett aus Pappe ist. Da ist ja auch kein Plastik oder sonst was drin. Ich weiß es nicht. Also ich muss sagen, ich finde weder den Inhalt noch die Verpackung schön. Und teuer wird es wahrscheinlich auch sein. Von daher, pass on that for me. Jetzt kommen wir zu einem Teil, in dem ich sehr ranten werde.
sehr, sehr ranten werde. Sehr, 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 sehr ranten werde. Es ist ja das eine, wenn eine Designer-Brand, wie auch zum Beispiel Gucci oder meinetwegen Chanel oder, obwohl halt Gucci-Make-up, ich weiß es nicht, aber Chanel, Dior und so weiter, die ganzen großen Designer-Brands haben ja mittlerweile schon lange auch Make-up, weil sie wissen, dass sie damit Geld machen können und weil man die Namen kennt und der Name zieht. All good, fine and dandy. Aber Valentino ist mit einer eigenen Make-up-Marke rausgekommen. Und es gibt ja zwei verschiedene Valentinos. Es gibt ja Valentino, das Designerhaus, und dann Valentino by Mario, das Tochterfirma abgespeckte Designerhaus, das auch Peasants wie ich sich leisten können, zumindest wenn sie ein bisschen sparen. Und das ist das teure Valentino und das sehen wir an Folgendem. Sie haben sich nämlich gedacht, hey, wir klatschen einfach die komplette Bandbreite drauf. Die haben nicht gesagt, ey, wir machen nur dies oder nur das oder zum Beispiel Lippenstifte oder so in irgendwelchen ikonischen Farben oder so, sondern sie haben gesagt, egal, wir geben alles. Und diese Produkte haben Preise, da schlackern mir die Ohren und mein Konto läuft schreiend in die andere Richtung. Und da muss ich auch wirklich sagen, ich kann verstehen, dass man manchmal diesen Luxus sich selber gönnen möchte. Ich kann das zum Beispiel auch verstehen, wenn man teure Pinsel kauft, die meinetwegen handgefertigt in Japan sind, weil das dann ganz besonders tolle Sachen sind. Aber das ist nur Make-up. Das spüle ich am Ende des Tages runter. Und da gibt es zum Beispiel eine sogenannte Go-Clutch. Da ist einmal das Perfecting Face Powder drin. Also einmal das Puder mit diesem Valentino Imprint und auch noch eine Clutch Size, also ein kleiner Travel Size Lippenstift, sodass man das zusammen tragen kann. Sieht ganz schick aus, aber diese Clutch kostet $235. $235, ich wiederhole das nochmal, 235, in Worten $235, okay? What the actual F? What the F? What the F? Who? What the F? Who asked for this? So süß dieses Compact auch sein mag. Aber für $235 kann ich mir eine komplette Clutch und ein komplettes Full Face of Make-up nicht mal nur in der Drogerie, sondern wahrscheinlich auch im High-End-Bereich kaufen und das alles da reintun, ohne dass ich dann nur das habe. Das ist wieder eines dieser Produkte oder eine dieser Produktreihen, die sind nur dazu da, damit man damit angeben kann, dass man sich Designer leisten kann. And I don't like that. Weil es ist in Ordnung, wenn man zum Beispiel sagt, bei Dior, die haben bestimmte Produkte, die super gut sind. Die Backstage-Reihe, die Foundation zum Beispiel und so. Auch natürlich die Lippenstifte und so. Dass man dafür einen höheren Preis bezahlt. Oh, fine. Aber $235 für ein Powder Compact mit einem Mini-Size Lippenstift drin. Are you effing kidding me? Das ist ja wohl nicht euer Ernst. Und dann kommt natürlich noch dazu, die anderen sind nicht unbedingt besser. Also die Liner zum Beispiel ist zwar double-ended, aber die Liner, also Lippenliner, kosten $40 das Stück. Der Primer, Glitter Primer, nicht mal Primer fürs Gesicht, nicht mal Primer fürs ganze Lid wie die Piloes oder so. Nein, nur Glitter Primer. $25. Ich kriege einen besseren Glitter Primer bei NYX Cosmetics für $8.99 oder $7.99, ich weiß nicht genau. Kleine Empfehlung an dieser Stelle, Shoutout an NYX Cosmetics. Die Mascara, $32, okay, kann man noch drüber reden. Lipstick, $55 für einen Lippenstift. Also ich meine, Hermes kann da noch mithalten, aber wie auch immer. Und wenn wir uns bitte, schaut euch die Shade Range dieser Lippenstifte an. Seht ihr das, was ich sehe? Ja, es sind alles die gleichen Farben. Und ich meine, wir wissen alle, wie wir Mädels sind und auch die Jungs, die sich schminken, dass wir sagen, ach, den einen Newton Lippenstift brauche ich noch, weil der sieht ganz anders aus als die anderen. All good and fine and dandy. Aber das ist doch, also was ich, ja, für $55. In 50 Shades Rotfarben haben die rausgebracht. 50. Und die sehen alle gleich aus. Gefühlt. Also zumindest auf den Swatches da. Auf den Swatches auf den Lippen sieht man schon noch einen Unterschied. Aber ich denke, das wird auch durch die Hautfarben, die da unterschiedlich sind, noch hervorgehoben. Und da sind einige schöne Farben dabei. Versteht mich nicht falsch. Aber $55? Are you insane? Und dann geht's halt noch weiter. Denn natürlich ist die Foundation Shade Range katastrophal. Ich blende euch jetzt gleich einmal hier das Bild ein. Ich sage dazu, der hat ein SPF von 25. Schön, wenn es drin ist. Ist genauso nett, wenn es in einem Moisturizer drin ist. Aber ihr braucht immer noch normales SPF mit dazu. Mindestens 30 bei den Temperaturen gerade. Eher 50 plus, wie ich zum Beispiel auch benutze. Denn ihr werdet nie so viel Foundation auftragen, wie ihr SPF auftragen müsstet, um den deklarierten Sonnenschutz auch zu bekommen. Diese Foundation von Valentino kostet $64 und das ist die Shade Range. Also ich werde das nicht weiter kommentieren. Ich werde es einfach nicht weiter kommentieren. For the sake of my Bluthochdruck werde ich es nicht weiter kommentieren. Move on, Kati. Get over it. Okay, I get over it. Sorry. Dann haben wir außerdem, wir haben ein Multi-Blush,
ein Eyeshadow Blush Multi-Use Product, damit man einen monochromatischen Make-up-Look bekommen kann. Ja, kostet 58 Dollar. Auch hier Shade Range immerhin etwas vorhanden. Gut ist es nicht. Ich sehe jetzt, ich glaube, wenn man auf den dunklen Arm guckt, auf dem geswatcht wurde, sehe ich zwei, drei Farben vielleicht, bei denen ich sagen würde, ja, das würde ich als Blush durchgehen lassen. Die anderen sehen eher aus wie Highlighter, ehrlich gesagt. Und sorry, aber dafür brauche ich nicht ein Produkt, das 58 Dollar kostet. Das kann ich auch mit meinen einzelnen Lidschatten oder meinetwegen mit den Blushes von Made by Mitchell. Kann ich ja auch einen monochromatischen Look machen. I'm not very nice to them, but whatever. Dann gibt es kleine Eyeglitter-Paletten, die auch in dieser Klatschform sind. Mit jeweils 4 Shades drin. 2 Stück gab es davon, 32 Dollar, nope, absolutely not. Dann ein Loose Glitter und wir alle wissen, Loose Glitter is the devil. Ist eine ganz hübsche Farbe, aber braucht man auf jeden Fall nicht. Da steht auch kein Preis mit dabei. Und dann gibt es noch 2 Highlighter mit mit Hyaluronsäure. 2 Farben, ich blende euch hier, wie gesagt, I don't know what to say. I'm speechless. Literally speechless. 235 Dollar? Who the F do you think you are? Ich meine, ja, du bist Valentino. I know you're expensive. You're not for regular bürgerliche Leute wie mich. Aber das ist einfach insane. Das ist einfach insane, dass man sich dieses kleine Component kauft. Da ist ein Puder, ist einfach nur ein Puder mit drin und ein Mini-Lippenstift. Und dafür soll man 235 Dollar bezahlen. Ich glaube nicht. Von daher würde ich mal sagen, ein wunderbarer Anti-Haul war das mal wieder. Pass on all of Valentino an dieser Stelle. Also never in my life würde ich das kaufen. Selbst wenn ich das Geld hätte, würde ich. Selbst wenn ich Geld hätte, das ich verbrennen könnte. Ich würde es nicht kaufen. Okay, ich höre jetzt auf, mich aufzuregen. I'm so sorry. Das war es auf jeden Fall erstmal mit diesem Anti-Haul. Wie gesagt, schaut super gerne auch in dem Livestream, den ich gespeichert habe, zum Thema Tati Westbrook vorbei, falls ihr nicht up-to-date seid. Auch das Video vom Drama Detective habe ich euch in dem Livestream verlinkt und das Video von D'Angelo Wallace dazu auch, damit ihr euch noch ein bisschen mehr die Meinung bilden könnt. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr viel Spaß hattet. Ich wünsche euch einen wunderbaren Sonntag und schreibt mal ein paar Mitleidsgrüße in die Kommentare, denn wenn ihr das Video seht, bin ich noch bei dieser Hitze am Arbeiten. I know, ich habe es schwer. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Falls ihr es noch nicht getan habt, gebt dem Daumen gerne ein Video nach oben, abonniert den Kanal und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!